Eine der größten Baustellen der Steiermark ist das Baufeld des Voestalpine Edelstahlwerks in Kapfenberg. Und da, wo normalerweise schwere Baugeräte auffahren, waren für einen Tag wieselflinke, wendige Enturo-Maschinen unterwegs. In Kooperation mit KTM konnten 10 Motorsportfans ein Training mit den unangefochtenen Profis der Szene, dem schnellsten Vater-Sohn-Duo Andreas und Manuel Lettenbichler, gewinnen. Und sich natürlich auch ein wenig was von den Profis abschauen. Sehr viele Tricks, vor allem wie man in die Schräglage sie legt, das Moped da nicht drückt. Also es war echt sehr erfolgreich. Ich habe das so noch nie erlebt und eigentlich tue ich ja mehr Motocross fahren und deswegen ist das eine Herausforderung heute. Und sogar für den jüngsten Finisher des Erzberg-Rodeos war es eine kleine Herausforderung, eine Strecke der etwas anderen Art zu befahren. Da sind schon ein paar Auffahrten und ein paar schlammige Auffahrten eher dabei, dadurch, dass es einfach so viel geregnet hat über die Nacht. Und wir haben, glaube ich, ziemlich gute Sachen gefunden. Ich glaube, die Teilnehmer macht Spaß und das ist das Wichtigste. Gemeinsam haben sie Spuren hinterlassen auf dieser einmaligen Trainingsstrecke. Und die meisten Motorsportfreaks werden noch lange von diesem Tag träumen. Unvergesslich. Super, toll, leibend, geil, ja.